Zeigen können die noch nicht. Das haben die noch nicht gelernt. Na, 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 Von na, ihrer na, 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 Grundausbildung. na, na, na. Alles, was sie können, ist laufen und schlagen. Was anderes haben sie nie in ihrem Leben gelernt. Weil die Eltern sind immer hinter ihnen hergelaufen und haben sie geschlagen. Also machen sie genau das Gleiche. Der perfekte Job. Oder sie ballern auf einen. Wenn der Typ auf dich ballert mit dem Schlagstock, dann böses Kopfkino. Ich werde es nicht aussprechen, was ich gerade im Kopf hatte. So, jetzt wollen wir aber doch mal gucken. Wo geht's denn hier lang? Oh, dort ist eine Tür. Oh, dort sind zwei Türen. Und zwei Schalter. Dass die aber auch immer gleich kaputt hauen müssen. Ja, klar. Das ist deren Job, laufen und schlagen. Gut, dafür lösen sie aber den Job sehr, sehr gut. Die Tür ist nur dazu da, um den einen Knastbruder hier noch mit herzubringen. Ist aber eigentlich nicht nötig. Für den Fall der Fälle, dass Lara nicht Frühsport machen will, um 16 Uhr noch was. Irgendwie habe ich mal Bock auf so eine Schätzumfrage. Wie viel wiegt Lara Croft? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Aber bitte nicht sowas Unrealistisches wie 5 Tonnen oder sowas oder 3 Gramm. Also Wobei 3 Gramm ist schon realistisch, aber. ich würde sagen 60 Kilo. Ja, man muss dazu sagen, Lara Croft ist eine gut durchtrainierte Frau. Das heißt, das meiste, was da dran ist, ist Muskelmasse. Was überhaupt dran ist. Bis auf die. Die durchschlagenden Argumente. 65 Kilo würde ich sagen. Pass mal auf. Irgendwo steht dann, Lara ist 63 Kilo schwer. Ich glaube, du hast Kacke gemacht. Hab das Glück gehabt. das war echt Glück. Apropos. Und apropos. Ist schon ein bisschen her, das letzte Mal, ne? Oh, die Kamera ist hier aber doof. Jetzt nicht mehr. Wer entwickelt bitte so ein Gefängnis? Die Tür lässt sich nur öffnen, wenn man eine andere tödliche Falle aktiviert. Das ist so unrealistisch. Ich weiß gar nicht, gibt es dort irgendetwas? Nö. Luft, ja. Na, Kannst sie im einsammeln Videospiel und gibt es mitnehmen. keine Luft. Das ist das Problem. Da ist überall Doch. Vollvakuum. Oh. Die Videospielfiguren wissen es bloß nicht. Deswegen ist ein Spiel auch irgendwann mal vorbei, weil die Spielfiguren keine Luft mehr kriegen. So. Haben wir das auch geklärt? Ja, es ist Gammel over. Sie haben keine Luft mehr. Die Frage ist bloß, warum hat Lara... Warum ist Lara Croft so dumm? Weil ich sie steuere. Ich weiß
Ich weiß noch, hier irgendwo war das mit dem Frühsport. Ja, da das kann ich weiß nur noch ich auch machen, noch. war ich tot. Frühsport am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Frühsport zur falschen Zeit. So, was haben wir denn hier oben? Gar nichts. Ich sagte doch gar nichts. Ich habe dich noch nicht einmal angelogen, also warum sollte ich jetzt damit anfangen? Oh, ich glaube, du bist tot. Tot. Acht von 10 Punkten würde ich darauf geben. Weil sowas Dummes habt noch nicht mal. Okay, das ist eine glatte 10. Juhu, ich wollte ja auch eine 10 haben. Gleich nochmal so. Also, liebe Kinder, das passiert. Was war das denn? Ich wollte gerade von dem Tod zuvor noch was sagen. Das passiert, wenn man mit Lara Croft einen Seitensprung wagt. Ja, aber warum ist denn jetzt also, wieder abgekratzt? Bleibt treu. Da, also, ganz ehrlich gesagt, das gucke ich mir nachher in der Aufnahme nochmal an. Das gibt's da ja bist du nicht. Irgendwie in diesen Laserstrahl gekommen wieder. Bist du irgendwie ganz komisch reingekommen. Ich war aber schon Weil drüber. Du musst dir, ja, du musst dir die Hitbox um Lara denken. Das ist, im Prinzip ein Quader. Okay. Du musst dir Lara einfach wie so ein Quader vorstellen. Ohne Rundungen, nur mit Ecken und ganz, ganz glatten, geraden Flächen. Und wenn ob du das jetzt schön findest oder nicht, ist mir egal. Mit dem Dosentelefon, dann schalte ich das erstmal aus. Ach. Du bist doch nicht derjenige, der dann geedit werden könnte. Gut, wir müssen erstmal wissen, was für ein Programm ich nutze. Da geht's nicht weiter. Hä? Sind die doof? Das sieht unsportlich aus. Ist aber sportlich. Ich meinte, da runterzufallen. So. Na, ich würde es anders machen. Bisschen mehr Anlauf. Oder wie? Nicht von da oben. Da unten war noch so eine kleine Plattform. Falls du es vielleicht nicht gesehen hast. Ich habe keine Plattform. Ach so, doch, da. Nee. Doofheit tut weh. Kein Wunder, dass Lara so viel stirbt. Und? Wo ist die Plattform? Ah, da ist sie ja! Ich weiß nicht, seit dem ersten... jetzt werden wir jetzt mal wieder erwachsen. Seit dem ersten Teil hasse ich solche Sprünge. Ich mache mich nicht drüber lustig. Nein. Nein, ehrlich nicht.
Mensch, ist aber so. Es wird langsam lächerlich, diese Stelle immer und immer wieder zu zeigen. Ich glaube, Blatrix, du hast die Stelle jetzt genug gezeigt, also ausführlichst. Deswegen Speicherus Numerus Dovicus. Wow, er kann sogar Lateinisch. Der Tod, ich sag ja. Bist immer so am Überlegen, ne? Nee, muss wirklich ganz an die Ecke ran. So weit oder was? Ja. Deswegen sag ich doch. Ich mag solche Sprünge nicht. Ich mag sie einfach. Ja, die Sprünge, solche Sprünge sind doch scheiße. Aber was willst du machen? Die rausschneiden. Solche Sprünge rausschneiden? Dann brauchst du nur das Intro und das Ende zu zeigen, also. Oh, jetzt sind wieder die medizinischen Anlagen. Piept alles, ne? Ja. Los, finde die Bombe. Wo ist die Bombe? Da ist die Bombe. Na. No. Ich hab schon mit Absicht nichts gesagt. Ich habe gehofft, dass du in den Laserstrahl reinläufst. Damit ich nochmal sterbe und nochmal und noch mehr und noch mehr. Und dann wieder. Ich wäre lustig gewesen, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Nochmal.